So Leute, jetzt nochmal, ja. Also ich möchte erstmal beruhigen, ja, weil erstmal ist die Sache glimpflich, jetzt zu den Äußerungen aus meinem vorigen Video, ja. Weil eigentlich ist ja alles klar, weil ich sag mal, ich habe Menschenkenntnisse und zwar gute Menschenkenntnisse, ja. Normalerweise mit meinen Aussagen war ich ein bisschen angreifend, aber in einer Form, auf einer Art und Weise, ja. Muss ich so viele Singlefrauen von mir begeistert haben mittlerweile, ja, dass auf jeden Fall die meisten Singlefrauen auf jeden Fall mich als männliche Person und wenn es nicht für eine Beziehung ist, dann für einen Zweck, für eine Nacht oder sonst irgendwas, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diese Menschenkenntnisse, ja, und ich weiß es einfach, dass es so sein muss, ja. Und deswegen braucht sich auch keiner Sorgen machen, weil ihr fahrt ja keine linke Schiene. Es ist einfach nur ein indirektes Spiel, ja. Und es ist absolute Ehrlichkeit von mir, ne? Und die erwarte ich natürlich auch von euch. Und ich glaube natürlich, dass es da draußen auch ehrliche Menschen gibt, ne? Und deswegen werde ich auch keinen abstechen, weil diese Frauen sich natürlich darauf einlassen werden, ne? Weil sie sich auf mich freuen und weil es ganz viele Frauen mit Sicherheit auf mich stehen und weil ich ein hübscher Mann bin und weil ich so gut aussehe mit 40 noch, ne? Und weil ich so schlaue Argumente habe und weil ich mit meinen Argumenten unschlagbar bin, ja? Und darauf stehen Menschen, Frauen einfach. Ja, und deswegen werde ich natürlich nicht Amok laufen, weil die Ehrlichkeit wird natürlich so sein, dass die Frauen sich auf mich einlassen wegen, ja? Auf mich einlassen werden. Das wird die Ehrlichkeit sein, ne? Und deswegen werde ich auch kein Amok laufen. Genauso wird die Geschichte enden. Danke fürs Zuhören.